Mein Name ist Patrick Abel, ich bin Jurist und bin von meiner letzten Station in Berlin als Rechtsanwalt nach Passau gekommen, um mich hier zu habilitieren. Und Passau ist jetzt auch schon in kürzester Zeit einer meiner Lieblingsorte geworden. Es ist ja wirklich eine malerische Stadt. Mein absoluter Lieblingsort ist der Punkt, an dem die drei Flüsse sich treffen in der Altstadt. Ich bin in die Wissenschaft letztlich über meine vorherige Station in der Anwaltschaft gekommen, in der ich zu Themen des öffentlichen Rechts und der Nachhaltigkeit gearbeitet habe. Und diese Themen haben mich einfach fasziniert und ich wollte sie gerne näher vertiefen. In meiner Dissertation geht es um internationale Pflichten von Investorinnen und Investoren im Investitionsschutzrecht. Das ist ein völkerrechtliches Rechtsgebiet. Und die Öffentlichkeit und Wissenschaft konzentriert sich hier in der Regel nur auf die Rechte von Investorinnen und Investoren. Denn das Rechtsgebiet soll dazu dienen, einen Anreiz zu schaffen, dass sich das Auslandsinvestitionsvolumen von Staaten erhöht. Meine Frage lautet aber, gehen diese besonderen internationalen Privilegien für Investorinnen und Investoren auch mit internationalen Pflichten einher gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Umwelt, etwa im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips? Ich habe herausgefunden, dass sich in den letzten 20 Jahren zunehmend solche internationalen Investorenpflichten herausbilden, in verschiedener Form. Sie betreffen beispielsweise die Verpflichtung, die Menschenrechte vor Ort zu schützen oder die Umwelt nicht zu verschmutzen, aber beispielsweise auch die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu wahren. In meiner Arbeit unterscheide ich dabei zwischen zwei Kategorien, direkten und indirekten Pflichten. Direkte Pflichten sind noch recht selten. Das sind Pflichten, die Staaten im Wege einer sogenannten Wiederklage gegen Investorinnen und Investoren selbst durchsetzen können. Denn Investorinnen und Investoren können ihre Rechte vor internationalen Schiedsgerichten gegen die Staaten einklagen. Und nun können Staaten im Wege direkter Pflichten in eine juristische Gegenoffensive gehen. Bei den indirekten Pflichten handelt es sich um einen automatischen Durchsetzungsmechanismus. Diese indirekten Pflichten funktionieren ganz ähnlich wie Versicherungsbedingungen, die Sie aus Ihrem privaten Alltag kennen. Wenn Sie beispielsweise eine Fahrradversicherung abschließen, sind Sie verpflichtet, das Fahrrad in der Öffentlichkeit abzuschließen. Das Versicherungsunternehmen wird Sie jetzt nicht verklagen, wenn Sie diese Pflicht nicht einhalten, aber Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn das unabgeschlossene Fahrrad gestohlen wird. Ganz ähnlich ist es mit den indirekten Investorenpflichten. Wenn Sie als Investorin eine indirekte Pflicht verletzen, beispielsweise die Umwelt verschmutzen, sind Sie in der Gefahr, dass Sie Ihren Investorenschutz verlieren. Und zwar dann, wenn Sie ihn in der Zukunft vielleicht einmal benötigen. Ich habe mich natürlich über die Auszeichnungen der Körperstiftung, des Roman-Herzog-Instituts und der Hapag-Lloyd AG sehr gefreut. Ich hoffe, dass Sie dazu beitragen, das Potenzial von internationalen Investorenpflichten noch breiter bekannt zu machen. Und natürlich motivieren Sie mich, meine Forschung hier an der Universität Passau fortzusetzen. Ich verfolge momentan ein Habilitationsvorhaben zum Thema der sogenannten großen Transformation von Staat und Gesellschaft durch den Klimawandel. Und ich möchte darin untersuchen, wie das Recht den grundlegenden Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft mitgestaltet.